Herzlich willkommen bei TV Total. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan schneller als gestern. Das ist, ich habe noch mal um mehr als einen Stundenkilometer zugelegt. Ja, heute Abend werden wir sehen. Ja. Ja. Bin ich mal gespannt. Bin gespannt. Es ist wichtig, dass man im oberen Teil einen Startsprung macht, habe ich festgestellt. Ja? Heute wird unter anderem die Siegerin der Paris-Dakar-Rallye bei uns sein. Die war früher mal Rodlerin und die wird heute als erstes Mal ein Gast bei uns, der auch, wie nennt man das eigentlich, Geländering oder sowas, bei uns antreten wird. Ja? Bin ich mal gespannt, was meine Zeit wert ist. Ansonsten Raab in Gefahr und fantastische Nominierte heute. Ich zeige Ihnen jetzt aber erstmal etwas, was ich gesehen habe beim ZDF. Die Sendung heißt Berlin Mitte und da ist Wolfgang Schäuble, der erklärt irgendwas und versuchen Sie mal die Gestik von Wolfgang Schäuble zu deuten. Was soll das? Was will er uns sagen? Und das darf jedenfalls heute nicht mehr beeinträchtigt werden. Und es darf auch nicht im Nachhinein durch die Interpretation der 70er Jahre relativiert werden. Das ist nämlich das Problem. Wir haben lange überlegt, was wollte Wolfgang Schäuble sagen. Ja? Wir haben überlegt und bin zum Schluss gekommen, er wollte sagen, fuck you. Ja? Und Sie wissen, was das bedeutet, ja? Wenn man das macht. Ja? Das heißt für Wolfgang Schäuble, er wird nie wieder in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Ja, Neues von Bobbele und Sabbele, meine Damen und Herren. Ja. Sabbele Settlur, wissen Sie. Kleines Interview bei RTL war es, glaube ich. Ja, Bobbele hat über Sabbele beim unserem freundschaftlichen, verbundenen Sender RTL gesprochen. Schauen Sie mal bitte. Wie würdest du Sabrina denn beschreiben? Das ist jetzt ein Thema, das vielleicht nicht jugendfrei wäre. Insofern werde ich da sicherlich nicht genau drauf eingehen. Bitte? Das ist ein Thema, was nicht jugendfrei ist? Wenn, meine Damen und Herren, wenn das ein Thema ist, was nicht jugendfrei ist, ja, dann ist das bei Boris auch kein Gel in den Haaren. Also nicht frei. So. Tja. Dann sensationelle neue Supershow, meine Damen und Herren, bei RTL 2. Ja, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Die Sendung heißt Two Club mit einem sensationellen Moderator. Die heißt der Moderator. Die quasi. Ja? Die, der glaube ich auch schon vorher bei Popstars, bei dieser anderen Sendung, die bei RTL 2 lief, den Choreografen gespielt hat. Schauen Sie mal kurz, das ist die hier. Welcome back to Club. Welcome back to Club. Ja? Wir haben ein bisschen nachgeforscht. Ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht die Geste für Two Club ist.
to Club, sondern dass das eigentlich im Prinzip nur heißt, ich grüße meine Klassenkameraden in der 2C. Oder? Ja, und in dieser Sendung, ja, RTL hat sich jetzt mittlerweile darauf eingestellt, dass, Sie wissen ja auch mittlerweile, bei RTL 2 weiß man, dass man im Publikum sehr viele Analphabeten hat. Deswegen haben die die Regeln auch grafisch erklärt. Schauen Sie mal, das müssen Sie sich mal angucken hier. Das Spiel. 13 Kandidaten sollen einen Club betreiben, aber nur einer kann gewinnen. So. Geht weiter. Das Ziel. Der Club muss brummen, gute Musik, sprudelnde Gewinne, rauschende Partys. Super, oder? Das erklärt man jetzt bei RTL 2. Moment! Dafür hat RTL 2 doch keinen Applaus von Ihnen verdient, oder? Sie geben sich doch nicht für so einen billigen Scheiß her, oder? Ja, aber wir haben dafür von ProSieben haben wir auch eine Grafik angefertigt, um Ihnen das mal zu bewerten. Schauen Sie sich das mal an. Und zwar unsere Meinung. Die Kandidaten. Ja. Die Sendung. Ja. Und jetzt, meine Damen und Herren, der Moderator. Ich finde, das wäre eigentlich auch das richtige Senderlogo für RTL 2, oder? Können wir es mal einbauen? Ja, großartig, oder? Ja, nicht Vollbild, ein bisschen kleiner. Ja, so, das sieht gut aus, oder? RTL 2, damit die Zuschauer direkt wissen, wo sie sind. Ja. Wir lassen ein bisschen bei uns stehen, da können Sie sich dran gewöhnen. Ja? So. Verkaufen das natürlich jetzt für viel Geld an RTL 2. Ja? Sensationelles Logo, finde ich. Kann man gut vermarkten. Auch als Aufkleber gut, oder? Fürs Auto. Naja, so. Dann Neues von Sat1. Da gibt es ja diese von der Werbung grandios angekündigt. So. Achso, ich wollte es ein bisschen gemütlicher machen. Ich habe mir ja gestern schon so ein bisschen Blumentopf geholt. Mach mal hier heute mal ein bisschen. Ich glaube, hier sieht es gut aus, oder? So. Meine Damen und Herren, ich habe ein bisschen Werbung geguckt in den letzten Wochen und mir ist was Besonderes aufgefallen. Ich bin ja ein großer Werbunggucker. Ich gucke gerne Werbung. Es macht mir Spaß, auch Musik zu hören. Und schauen Sie sich doch bitte mal diesen Werbespot hier von TUI an. TUI-Urlauber würden eben sofort wieder mit uns verreisen. TUI, Sie haben es sich verdient. Ja, bisher völlig unspektakulär. Ja? Die Musik aber toll. Ja? Jetzt passen wir mal auf, was der Text in dem Lied ist. Ja? Es ist Spanisch. Und jetzt zeige ich Ihnen noch mal dieses Stückchen TUI-Werbespot mit Text. Achtung. Todo está bien aquí. La vida, te quiero follar. So, jetzt sagen Sie ja wie, ne? So, jetzt ist mir das, weil ich ja immer mitsinge, te quiero follar, es la vida, es la vida. So, jetzt ist mir in den letzten Wochen aufgefallen, da sehe ich den Spot in dieser Version hier. Schauen Sie mal. Wie vamos ahora? Erst te quiero follar, dann ja, ja. Ich schaue es bitte noch mal im Vergleich an. Wir haben hier eine Textgrafik für Sie. Da sehen Sie, todo está bien aquí, me gusta la vida. Ja. Und dann, früher hieß es te quiero follar und jetzt heißt es vivamos ahora. Und da habe ich mich gefragt, warum? Ja? Warum früher? Nein, warum jetzt so und früher? So, und jetzt haben wir ja eine internationale Band, meine Damen und Herren. Jetzt gehe ich mal rüber kurz. Ja? Wir haben eine sehr internationale Band. Zum Beispiel hier der Nils, unser Saxophonist, der kommt aus der Eifel.
oben an den Percussions, ja, der Alfonso, der kommt aus Chile. Und dieser junge Mann an der Posaune, das ist César. César, du sprichst Spanisch? Ja, auch ein bisschen? Ich kann Spanisch. Komm mal her. Jetzt erklärst du es mal. Todo está bien aquí. Was heißt das, todo está bien aquí? Ja, hier ist alles gut. Hier ist alles gut. Me gusta la vida. Ja, mir gefällt das Leben. Mir gefällt das Leben. Und wie vamos ahora? Ja, lass uns jetzt leben. Einfach so. Lass uns jetzt leben. Ja. Das ist der Spot, wie er im Moment läuft. Hier ist der Spot, wie er früher gelaufen ist. Todo está bien aquí, me gusta la vida. Das ist alles das Gleiche. So, und jetzt sagt uns der César mal, was heißt denn Te quiero follar? Ja, bitte. Nein, wir wollen natürlich wissen, warum die Tui, ja, Te quiero follar aus dem Programm ja, genommen hat. Ich weiß es nicht. Sag bitte jetzt unseren Zuschauern, was Te quiero follar heißt. Nein, ich kann das nicht. Na, du kannst das natürlich sagen. Sonst schicke ich dich wieder zurück nach Venezuela. Okay, Moment. So, also jetzt. Okay. Jetzt erzählt uns der César, Te quiero follar. Wie bitte? Take care of, komm. Du machst es doch auch. Ja. Okay. Ja, was heißt ich will dich wickeln. Ja. Take care of, ja, meine Damen und Herren. Ja, super. Sehen Sie die beiden da im Hintergrund? Gucken Sie sich die Gesichter mal dazu an. Ah, herrlich. Ja, da sagen wir natürlich Tui Fui. So. Wir merken alles, meine Damen und Herren. Wir sehen alles. So, meine Damen und Herren, wir kommen zu unserer ersten Nominierung. Eine fantastische Nominierung, sage ich Ihnen heute. Gesehen haben wir das bei RTL. Unserem Partnersender RTL gibt es diese kleine Show, die heißt Der Friseur. Ja? Und da hat sich einer frisieren lassen. Aber schauen Sie mal, was der für Spaß hatte. Wir saßen da ganz alleine, ne? Zum Glück waren wir alleine. Ich habe den ganzen Namen zusammengeschrieben. Ja? Richtig schön gelacht. Die wollte erst den Salzstreuer mitgehen. Ah, echt? Nein. Und dann den Pfefferstreuer. Ah. Und dann den Kerzenstreuer. Oh, wollten die alles in eure Handtasche reinstecken? Nein. Wollten sie das Riesenbild abmachen? Ah. Und deswegen nominiert für den Rat der Woche für seinen fantastischen Auftritt bei der Friseur und natürlich für seine tolle Frisur Andreas Schaaf. Und heute ist er hier, Andreas Schaaf. Andreas Schaaf! Die Kutsche kann Hilfe! Beruhig dich erstmal, Andreas. Ja. Ach, Gottes Willen. Ja. Du bist ein lustiger Typ, also von Natur aus. Ja, auf jeden Fall. Ich lache gerne. Lachen ist doch gesund. Ja. Du lachst aber auch so ziemlich, man braucht auch gar keinen Witz zu machen, du lachst auch einfach mal. Ja, ich lache überall. Also wenn man irgendwelche lustigen Begebenheiten oder einfach so, ich sag mal, macht mir Spaß. Ja. Wie findest du das hier? Nalle! Kannst du mich noch hören? Ja, ich kann dich hören. Ach, sehr gut. Ja. Ja, pass auf, wir machen jetzt ein kleines Experiment mit dir, ja? Und zwar, ja, ich erkläre den Leuten kurz, was es ist. Wir machen hier die Tür zu, so, meine Damen und Herren. Und weil Andreas so toll lachen kann, das ist die Fips Asmussen Witzbox, ja? Kennen Sie? Ja, und Andreas bekommt jetzt von uns, kennen Sie Fips Asmussen? Das ist der größte Witzeerzähler aller Zeiten, den gibt es schon seit 30 Jahren. Und Andreas hat jetzt auf dem Kopfhörer eine Witzekassette von Fips Asmussen, ja? Eine Witze-CD, das ist hier, diese Witze-CD von Fips Asmussen, gnadenlos witzig, ja? 99 Pfennig kostet die nur. Und die hat Andreas jetzt auf dem Kopfhörer, Andreas hört Witze, ja? Und wenn wir in die Box reinschalten, können Sie zum Beispiel auch die Witze hören. Können wir mal die Witze hören?
Können wir mal hören? Das ist ja du! Das ist ja du, aber sowas du, also... Kinder, vor welcher Frage, was wollt ihr alle in meinem Zimmer hier? Aber, Freunde, die Stimmung ist gut, ich hab's gemerkt am Anfang schon. Auch meine Briefträgerin hat gesagt, heute geht die Post ab, hat sie gesagt. Und ich hab's ja gerade, ich hab gemerkt, ich war heute besonders spät dran. Das liegt daran, ich bin unterwegs und ich habe 2 Stunden im Stau gestanden. Mir tun die Füße weh, kann ich euch sagen. Ja, wir schalten gelegentlich dann nochmal zurück zu Andreas in die Fips Asmussen Witzbox. Und dann wollen wir mal schauen. Ja. Und dann wollen wir mal zwischendurch schauen, wie sich der Andreas bei Fips Asmussen amüsiert. Vielleicht noch mal kurz für Sie. In Liebe, Deutschland. So, meine Damen und Herren, ich habe heute Morgen in einer großen deutschen Boulevardzeitung Folgendes gelesen. Schauen Sie mal bitte hier unten. Männer, ja, bei diesen Sprüchen werden Frauen schwach. Ja, lesen Sie hier unten. Können Sie sehen? Nochmal, da hinten für die Kamera. Männer, bei diesen Sprüchen werden Frauen schwach. Ich lese Ihnen mal zum Beispiel einen vor. Ja, zum Beispiel... Ja, eine Hammerpointe hinten in der Fips Asmus. Ja. Wunderbar. So. Also, bei diesen Sprüchen werden Frauen schwach. Werden Frauen schwach, meine Damen und Herren? Zum Beispiel einer ist zum Beispiel Anmachsprüche. Ja? Tipps von der Bild-Zeitung hier: Anmachsprüche. Hast du Zucker in den Augen oder siehst du wirklich so süß aus? Darauf fahren die Frauen heute ab. Oder zum Beispiel, ist die Sonne aufgegangen oder hast du gelächelt? Ja? Und ich wollte mal gucken, ob diese Anmachsprüche wirklich ziehen. Deswegen bin ich heute Morgen mal für Sie unterwegs gewesen und habe diese Sprüche mal getestet, ob da Frauen wirklich schwach werden. Schauen Sie sich das mal wieder an. Deine Augen sagen alles, nur deinen Namen verraten sie nicht. Warum? Ja. Werden Sie noch nicht schwach? Komm, nee. Ich hab noch einen. Wenn ich dir bis nach Hause nachlaufe, behältst du mich dann? Nee, warum? Du musst eine Diebin sein. Du hast gerade mein Herz gestohlen. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Lächle, wenn du mit mir ins Bett willst. Ja, lass mal, machen wir andermal, ne? Ja, machen wir andermal. Ja, okay. Tschüss. Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick oder soll ich noch einmal vorbeigehen? Nee, manchmal bin ich schon der erste Blick. Ah ja. Deine Augen sagen alles, nur deinen Namen verraten sie nicht. Nee, aber wen suchen sie denn? Hallo? Wenn ich dir bis nach Hause nachlaufe, behältst du mich dann? Wo soll ich sie behalten? Wenn ich dir bis nach Hause nachlaufe, behältst du mich dann? Ja. Nee. Der war Scherz, oder? Ja. Glaubst du an die wahre Liebe oder soll ich noch mal vorbeigehen? Geh lieber vorbei. Ja. Das ist ja super hier. Danke für die Zeitung. Nicht ganz. Ja. Ja, hat ja super geklappt, meine Damen und Herren. Und jetzt kommen wir zu einer Frau, die zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte der Rallye Paris-Dakar eben diese gewonnen hat. Eine Frau gewinnt eine Rallye, meine Damen und Herren. Und sie ist schon seit 8 Uhr heute Morgen hier hinten auf dem Parkplatz und versucht, ihre Karre einzuparken. Herzlich willkommen, Jutta Kleinschmidt. Schmidt. Nehmen Sie Platz. Siegerin der Rallye Paris-Dakar. Muss man sagen, ist ja, stellt ihr mal hinten die Witze ab, das ist ja nicht mehr auszuhalten. Hier. Wir stellen dir. Ja.
Wir stellen mal ab gerade. Ja. Moment, Frau Kleinschmidt, sonst können wir uns ja nicht unterhalten. Wir stellen dir mal die Witze ab, weil ich muss mich jetzt mit Frau Kleinschmidt unterhalten. Ach so! Ja. Okay, mal bis. Hey, hey, hey. Moment. Ja? So. Frau Kleinschmidt, erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist ja, sagen wir mal, ist das eine Sensation? Sie waren aber sonst auch schon relativ weit im Vorderfeld, oder? Ja, noch nicht ganz vorne waren wir noch nicht. Also das war jetzt das erste Mal. Aber es war schon eine Sensation, weil wir eigentlich selber nicht dran geglaubt haben. Das heißt, also Sie haben die ganzen Männer in die Flucht geschlagen und Sie haben, als Beifahrer einen Mann. Ist das richtig? Ja. Ja. Wie ist das mit einem Mann als Beifahrer? Sagt mal, Jutta! Jutta! Jetzt, Jutta, fahr mal ein bisschen weiter rechts und so, oder wie geht das? Ich habe einen gut zurecht? Sehr ruhigen Beifahrer, der macht das eigentlich ganz gut. Der hält mich eigentlich eher ruhig, also es ist eher umgekehrt. Ja, das heißt, ist das mit einem hohen Preisgeld verbunden, diese Paris-Dakar-Rallye? Bringt es auch wirtschaftlich was? Also nicht über das Preisgeld, also ich denke, wir werden eher hoffentlich Geld mit Sponsoren verdienen jetzt. Mit Sponsoren, ja. Wir haben ja mal die Geschichte der Rallye Paris-Dakar, haben wir mal ein bisschen aufgearbeitet für die Zuschauer, die sich damit nicht so... Ich dachte, den hätten wir abgestellt. Für die Zuschauer, die sich da nicht so auskennen. Wir schauen uns das mal gerade an, Frau Schmidt. Paris-Dakar, die wohl härteste Rallye der Welt. Jedes Jahr quälen sich die Fahrer 10.800 Kilometer lang von Paris in Frankreich nach Dakar im Senegal. 10.800 Kilometer. Das entspricht ungefähr der Strecke von Dakar nach Paris oder 768 Mal von Köln nach Düsseldorf oder auch 24 Millionen Mal vom Sofa zum Klo. Mensch und Maschine verschmelzen bei diesen traditionellen Rennen zu einer vollkommenen Einheit und professionelle Fahrer sorgen mit ihrem kontrollierten Fahrstil immer wieder für majestätische Bilder. Und wenn es auch schon mal Probleme mit der Zündung gibt, wie hier beim Team Thüringen, so ist doch der Präsident des Internationalen Rennverbandes insgesamt von der Sicherheit der Rallye überzeugt. Die Rallye ist total sicher. Dieses Jahr wurde Paris-Dakar in überragender Manier von Jutta Kleinschmidt gewonnen. Das ist umso erstaunlicher, wenn man weiß, dass es sich bei Jutta Kleinschmidt um eine Frau handelt. Frauen können nämlich eigentlich unmöglich ein Autorennen gewinnen. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Frauen auf Autos sind gut. Wenn attraktive Frauen für neue Automodelle werben, ist fast jeder Mann fasziniert. Frauen in Autos sind nicht gut. Wenn Frauen aber am Steuer sitzen, überwiegen die Vorurteile. Ach, was ist das denn? Ach, du lieber Gott. Ja, immer diese Frauen. Ja. Frauen können nicht lenken. Frauen sind überrascht, wenn man demonstriert, dass sich das Lenkrad bis zum Anschlag drehen lässt. Immer in der Sorge, ihr Auto zu beschädigen, nutzen sie beim Einparken den vollen Lenkradeinschlag nicht aus. Frauen haben keine Ahnung von Technik. Ist die Dame jung und hübsch, kommt die Hilfe meist schnell. Leider lässt sie manchmal auf sich warten, wenn die Figur nicht mehr ganz so makellos ist. Doch Jutta Kleinschmidt hat mit ihrer sensationellen Leistung die ganze Welt eines Besseren belehrt. Fazit? Drum, Männer, lasst eure Frauen öfter ans Steuer, aber nicht zu Verkehrsspitzenzeiten. Ja, das sind... Aber mit diesen Vorurteilen haben Sie ja... Haben Sie ja bekanntermaßen aufgeräumt. Was ist das, wenn ich mal fragen darf? Ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob es uns langweilig wird. Deswegen habe ich da ein Paris-Dakar-Spiel mitgebracht. Ach, was, das ist von Ihnen abgesegnet, ja? Entdecken Sie eines der letzten großen Abenteuer, starten Sie bei Paris-Dakar. Paris-Dakar-Rallye, schwieriges Wort, mit Jutta Kleinschmidt. Jutta Kleinschmidt, der zurzeit schnellsten Rallye-Fahrerin der Welt. Und da kann ich dann so ein Eutchen da rüberfahren. Ja, ja. Riesensationelles Spiel, muss ich sagen. Gibt's alle. Und Sie waren früher Rodlerin, stimmt das? Naja, das habe ich, als ich jung war, auch mal gemacht. Eine meiner Sportarten, die ich alle ausprobiert habe. Ja, wann war das ungefähr? Oh, schon lange her. Wie ich 16 war vielleicht. Als Sie 16 waren? Ja. Und würden Sie sich zutrauen, bei uns unser Geländer runterzufahren und versuchen, meine Bestzeit zu schlagen? Ich muss wahrscheinlich vorher noch bei Mitsubishi anrufen. Ja, Mitsubishi übrigens. Was, Sie fahren ein Pajero, ne? Ja. Ein Pajero. Sollen wir mal unseren venezuelanischen Posaunisten fragen, ich weiß, was Pajero ist? Sie wissen, was Pajero heißt, meine Damen und Herren? Ich weiß nicht, ob sich Mitsubishi darüber im Klaren ist, was Pajero heißt. Wissen die das auch? Wissen das auch, ja. Warum haben Sie den Wagen so genannt? Naja, in Spanien heißt er ja nicht Pajero, da heißt er Montero. Ja, aber bei uns heißt er Pajero. Ja. Wollen Sie wissen, meine Damen und Herren, was Pajero heißt? Weiß es schon. Pajero, meine Damen und Herren, heißt Wichser.
ist wahr. Stimmt, ne? Ja. Sie fahren also. Ja. Ja. Sind Sie heute mit dem Wichser gekommen oder sind Sie. Mit dem Flugzeug hier. Das ist das Spiel. Rallye Paris-Dakar von und mit Jutta Kleinschmidt. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Jetzt wird's aber hart. Jetzt will ich sehen, ob Sie. Kommen Sie doch einfach mit rüber. Ich sehe, Sie haben eine schnelle Hose an. Ja? Ja, Sie haben eine schnelle. Haben Sie die Technik? Wir haben Sie, glaube ich, heute Mittag schon mal üben lassen, oder? Durfte einmal runter, ja? Ja. Wenn Sie schaffen, schneller zu sein als ich, dann werde ich. Warten Sie noch kurz. Dann werde ich, glaube ich, auch noch mal eine Fahrt machen. Ich habe ja jetzt auch eine andere Hose an. Also ich glaube, die Hose ist auch schneller als Sie. Ist ja auch, hängt auch ein bisschen vom Material ab. Meine Damen und Herren. Feuern Sie bitte an. Jutta Kleinschmidt bei Ihrem ersten Versuch. Unser, Sie müssen hier unten auf dieses ja, auf schon die Matte drauf. Ne? Okay. Und hopp, 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 hopp. Oh. Nicht zu schnell. Oh. Zweiter Versuch. Kommen Sie, ein zweiter Versuch. Zweiter Versuch. Zweiter Versuch. 1,9. Da sehen Sie, was die Zeit wert ist. Sehr gut. Zweiter Versuch, Jutta Kleinschmidt. Hopp, 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 hopp. Trotzdem, herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß noch. Nächstes Jahr sind Sie wieder dabei, Titelverteidigerin. Ich hoffe so, ja. Viel Spaß noch mit Ihrem Wichser. Dankeschön. Macht's gut, meine Damen und Herren. Jutta Kleinschmidt. So, meine Damen und Herren. Jetzt muss ich mich kurz. Ach, ich muss hier lang, meine Damen und Herren. Und jetzt, hören Sie hin. Nee, du immer so kleine spitze Sachen, die auch drauf hast. Nee? Sagt er, was hat ein Polizist und 1000 Markschein gemeinsam? Ich sag, keine Ahnung. Wenn man einen braucht, ist keiner da. Neulich kommt er raus, du. Neulich kommt er raus aus seiner Kneipe, du. Du versuchst sein Auto aufzuschließen, kommt da gleich ein Peterwagen und sagt der Wachmeister, lieber uns gehen. Das ist der Herr Wachmeister. Mit dem Schlüssel habe ich überhaupt kein Problem. Sie können mal den Wagen festhalten. Lachen Sie auch drüber, oder was? Ja, das ist die Fips Asmussen-CD. Großartig, oder? Meine Damen und Herren, ja, ich glaube, wir erlösen ihn mal kurz, oder? Meine Damen und Herren, Riesenapplaus für Andreas. Andreas, du kannst die Kopfhörer absetzen. Du kriegst von uns, die kannst du mit nach Hause nehmen, die Fips Asmussen-CD. Ja, vielen Dank. Habe ich so viel gelacht. Ja, du kannst aber hier sitzen bleiben. Ja, vielen Dank, Andreas, meine Damen und Herren. Fips Asmussen-CD. So, meine Damen und Herren, jetzt müssen wir eine kurze Schalte machen. Und zwar zu meinem Kollegen Dominik, der nach TV Total die Sendung Biss für Sie hier bei ProSieben moderiert. Dominik, kannst du mich hören? Ich kann dich blendend hören, hörst ja. du mich auch? Hallo Dominik, wie geht es dir? Mir geht's auch gut. Hör mal, wegen deinen 50 Mark, guck mal. Ja, letzte Woche das sind deine 50 Mark, siehst ja. du die hier? Die habe ich dir letzte Woche gegeben, du solltest mehr daraus machen. Mit deiner Sendung Biss. Das ist mir gelungen. Ja, wie denn? Richtig. Pass auf, wir haben zuerst 25 Mark investiert in diesen Bilderrahmen, den du hier siehst. Das sind deine 50 Mark. Ja. Und daraus haben wir jetzt 2000 gemacht. Wie denn? Tja. Wir wollten jetzt erst ein paar Borussia Dortmund-Aktien kaufen, das haben wir gelassen und sind dann zu TAF gegangen und haben deinen Fuffi versteigert für einen guten Zweck. Ihr habt meinen 50er für 2000 Mark versteigert? Ihr solltet das auf, ja, das sind deine Fans, Stefan. Ihr solltet das auf ehrlichem Wege machen. Ihr solltet meine 50 Mark anlegen und mir dann sagen, was Biss daraus macht. Versteigern kann ich meine 50 Mark Scheine selber, das mache ich jeden Tag, meine Damen und Herren. Ja? Das ist mein Hauptgeschäft. Versteigere meine Geldscheine. Ne? Ja. Okay, ihr kriegt noch mal 50 Mark von mir, ja? Und dann möchte ich, dass ihr die, schon sagen wieder? Wir mal, ja, wertvoll anlegt. Was gibt's denn heute bei euch zu sehen heute? Mach schnell, wir haben keine Zeit. Ja, also. Können wir dir auch McDonald's-Aktien kaufen? Du, pass auf, also wir machen eine schöne. Ja, bitte. Entschuldigung. Ja, nee, leg los. Also wir machen ein schönes Geschäftsmodell und zwar Sportwagen zum Selbstzusammenbauen, die auch noch viel günstiger sind. Das gleich im Biss. Das gleich im Biss. Also direkt nach TV Total, meine Damen und Herren. Biss. Vielen Dank, Dominik. Gleich nach TV Total. So, meine Damen und Herren, jetzt gibt es für Sie Rabengefahr. Ich war für Sie unterwegs, Rab in Gefahr auf der Möbelmesse. Schauen Sie sich das mal an, bitte. So,
Wir befinden uns hier auf der internationalen Möbelmesse in Köln und da wollen wir noch mal heute schauen, was hier so alles gibt. Hier ist die Presseinformation der dänischen Möbelindustrie und jetzt habe ich mal eine Frage. Haben Sie Stuhl? Stuhl? Ja. Ja. Ja, harten oder weichen? Was meinen Sie? Harten oder weichen? Weichen? Stuhl. Ja. Weichen? Ja. Weichen. Mhm. Heute? Ja. Haben Sie die designt, die Stühle? Herr, wie war noch Ihr Name gleich? Design in seiner reinsten Form. Erstklassiges Design. Design in seiner schönsten Form hier. Ich sehe auch, Sie sind ja auch eine Art Ästhet. Design in seiner reinsten Form. Sie sind Kommode und Telefon. We are a company from Romania. Ah, from Romania? Yes. Ah, very good. Yes, all this, alles hier, alle Möbel, alles gestohlen. Ja, ja, ja. Und die verkaufen Sie hier dann quasi billiger. Also, it's not too expensive. It's good, huh? Weil es ist ja alles gestohlen, kann man billig verkaufen. Huh? Ja, sehr gut. Oh, was für ein Bett. Was ist denn das? Das muss ich aber mal testen. Guten Tag. Wer ist denn hier verantwortlich für das Bett? Sind Sie verantwortlich für das Bett? Nein, die Dame ist. Wer ist denn da am Telefon, wenn ich mal fragen darf? Bitte schön. Wer haben Sie denn da am Telefon? Meine Frau. Meine Frau, darf ich mal kurz haben? Nee. Warum nicht? Nee, ja. Er lügt, er ist nicht auf der Möbelmesse. Er befindet sich in einer Lokalität an der Bar mit 5 Damen und einer Flasche Shampoos. Er ist nicht auf der Möbelmesse. Glauben Sie ihm kein Wort. Deine Frau glaubt Ihnen. Ja. Deine Frau glaubt Ihnen. Ja. Ich heiße Gabi, bin 27 und finde ihren Mann total geil. Can you, are you here responsible for the bed? Yes. Can you test the bed for me? Yes. Just lay on the bed and I play a good night song for you. No. Wer kann mir denn mal was zu dem Bett erklären? Kann mir mal einer was zu dem Bett erklären hier bitte? Können Sie, sind Sie von dem Bett hier? Können Sie mir was, Herr, wie heißen Sie? Funk. Herr Funk. Ja. Können Sie sich mal, kommen Sie kuscheln, kommen Sie rein. Kommen Sie schön kuscheln. So, Herr Funk. Kommen Sie her. Ja. Kommen Sie her, Herr Funk. So, jetzt erzählen Sie mir mal was von dem Bett, Herr Funk. Das ist eine richtig schöne, massive Kirsche, wo wir hier liegen. Also absolut stabil. Was? Eine Kirsche? Wo? Machen Sie mal hin, ich muss mit Ihnen das Bett testen jetzt. Ja, komm hier, nee, nimm lieber Sie da. Nein, Sie möchten nicht. Ah, nee, wir... Jetzt machen Sie mal hin. Was? Tschüss, Theo. Hör mal, ich rufe nachher nochmal zu. Ja. Ja? Wir haben jetzt keine Zeit. Wie war noch Ihr Name? Hugo. Hugo, komm Hugo. Machen wir mal Schuhe aus. Rock aus. Und Rock auch aus, komm, Jacke auch aus. Komm Hugo. Können wir das Licht mal? Can you turn down the lights, please, hier? Unter der Hugo und ich. So, komm Hugo. Ja, unter der Decke. Nee, da sind auch Reste. Da sind noch Reste von gestern. Nehmen die mal, die Idioten. Na, guck mal. Wie heißt du denn? Jörg. Wie alt bist du denn, Jörg? Oh, mindestens 31. Ja, so. Und wie alt bist du? Wie bist du denn? Wer bist du denn? Ich heiße Matthias und bin 39. Du bist 39, ja? Und wie alt bist du? 31. 31. Und macht er? Ja. Wahnsinn. Sehr gut. Das ist geil. Guck mal hier. So, Hugo, wo kommen Sie her, Hugo? Aus Krefeld. Und? Oh. Erzählen Sie mehr, Hugo. Weil ich werde ganz dick hier. Ja. Hugo, erzähl mehr. Nein, nicht mehr. Bitte, Hugo, erzähl noch was. Und du bist hier verantwortlich für das Bett, oder was? Nee. Nur ab und zu. Aber es ist sehr warm hier drunter. Ist sehr warm. In deiner Nähe, also. Ja, das sagt der richtige Hugo, ne? Ja. Was für ein Bett.
Sind Sie ja auch verantwortlich? Wir sind alle verantwortlich. Für dieses Bett? Ja, klar. Ja? Ja? Tatsächlich? Alle verantwortlich. Er hatte gesagt, er holt jetzt erst den Verantwortlichen. Haben wir noch einen? Das heißt, Sie wollen sich hier einfach ein bisschen aufspielen. Sie haben hier nichts zu vermelden, ja? Wollen aber so tun, als wären Sie hier quasi der Erfinder des Bettes. Genau. Wie heißt die Firma? Rosetto. Rosetto? Ja. Aha. Wie viele Bordelle haben Sie damit jetzt schon eingerichtet? Eigentlich nicht. Das sind ganz normale junge deutsche Ehepaare, die sich sowas kaufen. Ganz normale junge deutsche Ehepaare, die sich sowas kaufen? Ja. Tatsächlich. Das war feinstes Zeug hier, Hugo, oder? Ja. Komm, mach mal die Decke mal wieder gerade, Hugo. Komm. Ja, ein bisschen lüften vor allen Dingen. Oh, so. So, sieht aus wie Zeit. So. So, die, das geht so. Auch wieder nett. Also, natürlich, nett hin. Was kostet so ein Bett, Hugo? Wenn mal, nee, was kostet das Bett, Hugo? Auch nicht viel. Was heißt nicht viel? Zwischen 15.000 und 20.000. Bitte? Ja. Aber ohne Inventar. Ohne, ach, ohne? Ohne Person. Dann ist okay wieder. Dann ja, Hugo. Mach's gut. Hugo, da bedanke ich mich. Ja, ebenso. Versuchen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht gestört. Ja, absolut. Nicht? Das ist meine beste, beste Mitarbeiterin. Ja, beste Mitarbeiterin. Also, Hugo. Mach's gut. Finger weg. Das war Rabengefahr. Meine Damen und Herren, das war's auch schon für heute.